Servus. Ja. Ach, Glück auf. Ah. Können wir schneiden? Glück auf. Ich war gerade mal, darum wird es gescheitert. Nö. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg ins Bergmannsheim. Okay. Spielst du? Ja, genau. Das heißt, ohne Brille wird es schwer bei mir. Rückenschmerzen kennst du nicht? Außer wenn ich jetzt 12 Stunden mit dem Bus fahre, dann ja. Dann versuchen wir es mal. Einmal bitte locker nach vorne beugen und den Kniespitzen Boden wieder zurückkommen. Sehr gut. Zeitneige, Zeitrotation, Zeitrotation, Direktrotation, perfekt. Wolltest du Sprint haben, dann hole ich dir gerade mal so ein Schiff. Ja, super. Ja? Der LXR rein. Guck mal, wie ich aussehe. Das sieht doch gut aus, das Königsblau. Ja? Das ist was Neues, ne? Blau. Glück auf. Ja, pass auf. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich noch einmal kurz gegen das alte Parkstall, wenn du es Blutigmast, den du gestern schon gesehen hast. Du ist das einzige, was stehen geblieben ist, neben dem Blutigmast. Nummerntechnisch. Du hast hier 25 Bonjungen gehabt. Ja, was ist denn? Bist du damit einverstanden? Können wir gerne machen. Was haben wir denn? Gibt's freie Nummern? Also 25, unsere Zeugwerte wären froh, weil da haben sie schon ein Trikot vorgeflockt. Alles klar. Tatsächlich. Ja, na, wenn, um Gottes Willen, ich hab damit gar keinen Zwinger. Wenn die Nummer für dich vorhanden ist. Nummer ist mir egal. Dann machen wir das. Also machen wir 25. Schön. Super. Easy. Das ist unkompliziert. Ja, bei mir ist es egal. Wir machen jetzt einen Lungenfunktionstest, um dann zu gucken, wie das Lungenvolumen ist. Ne? Da beim Einatmen, beim Ausatmen, genau. Du hättest dir schon einmal gleich die Nase in Klammer auf. Und jetzt den Mund nehmen und feste ausatmen. Weiter. Versuchen am Mundstück bleiben. Versuchen am Mundstück bleiben. Einatmen. Okay, sehr gut. Und dann schauen, wie der Test geworden ist.
Wir gucken mal. So, sieht man einmal, passt das von der Höhe? Oder höher, tiefer? Ein bisschen tiefer, wenn es geht. Wie viel fährst du Fahrrad in deiner Fallschirm? Ehrlicherweise? Null. Kennst du schon jemanden hier aus der Mannschaft? Geht's auch wahrscheinlich, Simon, ne? Hatte ich zusammen schon gerade. Ja. Paul, also Sigmund. Achso, ja. Marci. Kennst du alle? Ja, alles übertrieben, aber ein paar als Gegenspieler schon mal gehabt, von daher. Oh, schönes Wetter, oder? Ja, es ist immer so in Gelsenkirchen. Wirklich? Ja. Ich komme aus Berlin, da ist der Winter katastrophal. Also jetzt fahren wir in unsere Fußballhalle, eine 60 Meter lange überdachte Halle, die unser Nachwuchs immer im Winter benutzt, wenn das Wetter so scheiße ist. Okay. Und da macht jetzt unser Head of Performance, unser Athletikchef und unser Athletiktrainer, machen da einen funktionellen Test mit dir. Ich habe einen Jünger mitgebracht. In geheimer Mission. Ich weiß funktionell auch nicht. Von euch getestet werden möchte. Jo, ja, grüß dich. Hi. Ja. Nett hier. Schön.